Willkommen bei Seenluft24. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In unserer Wochensendung zeigen wir Ihnen vorerst den letzten Beitrag über Integration in unserem Landkreis und Sie erfahren Neuigkeiten und Aussichten aus Großrieschen, von der neuen Bühne Senftenberg und ein paar Veranstaltungstipps gebe ich Ihnen auch noch mit. Aber jetzt starten wir wie gewohnt mit den Nachrichten. Seenluft24, der Tag. Autohaus Grabowski, Ihr autorisierter Ford-Service-Partner, präsentiert. Wir bereiten Ihr Fahrzeug auf die kalte Jahreszeit vor. Wintercheck nur 19 Euro. Räderwechsel inklusive Einlagerung schon ab 34,90. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin, wir sind gern für Sie da. Autohaus Grabowski, Ihr autorisierter Ford-Service-Partner in Lauchhammer und Senftenberg. Willkommen bei Seenluft24, der Tag mit den Meldungen vom 6. Oktober. Mit Salutschüssen des Schützenvereins Fortuna aus Lauchhammer wurden die Besucher des diesjährigen Bergmannstages im Schlosspark begrüßt. Gefeiert wurde das 65. Jubiläum am vergangenen Sonnabend. Vor 65 Jahren drehte auch die damalige Pioniereisenbahn ihre ersten Runden. Sie habe auch heute nichts von ihrer Faszination verloren, schreibt die Stadt. Das zeigten die Besucherzahlen vom vergangenen Sonnabend. Umrahmt wurde der Bergmannstag unter anderem auch mit Orgelvorführungen in der Schlosskirche und vom Orchester der Bergarbeiter Plesser. In Brandenburg ist die Zahl der laborbestätigten Fälle an Covid-19 von Montag zu Dienstag um 49 angestiegen. Betroffen sind mit Ausnahme von drei Regionen alle märkischen Landkreise. Spree-Neiße meldet 4 neue Fälle, Elbe-Elster und OSL jeweils 2. Aktiv erkrankt sind landesweit 382 Personen, 25 mehr als am Montag. 36 Personen werden wegen Covid-19 stationär behandelt. Davon wird eine Person intensivmedizinisch beatmet. Erneut haben Unbekannte ein Feuerwehrgerätehaus in der Region aufgebrochen. Betroffen diesmal war die Freiwillige Feuerwehr Kostebrau. Entdeckt wurde der Einbruch in der Ernst-Thälmann-Straße durch einen weiteren Vorfall. In den Morgenstunden des 3. Oktober wurden wir zu einem Brandmeldealarm eines Supermarktes gerufen. Dort wurde versucht, mit einem Sicherheitsschlüssel der Feuerwehr sich Zugang zum Objekt zu verschaffen. Aufgrund dieser Tatsache informierte ich meine Ortswehrführer, zu prüfen, ob in den Standorten entsprechend Schlüssel abhanden gekommen sind. Und kurz nach dieser Abfrage bekam ich den Anruf von dem Ortswehrführer aus Kostebrau, dass in das Gerätehaus in Kostebrau eingebrochen wurde. Also was wir feststellen mussten, es wurde doch mit recht brachialer Gewalt in das Gebäude sich Zugang verschafft. Und das Gebäude wurde wirklich von Kopf bis Fuß, also vom Dach bis zum Keller, komplett durchsucht. Schränke wurden aufgebrochen, Türen wurden aufgebrochen und selbst die Spinde der Jugendfeuerwehr wurden durchsucht, was für uns natürlich auch sehr schade ist. Am erwähnten Supermarkt blieb es bei einem Einbruchsversuch. In Kostebrau sicherten Kriminaltechniker erste Spuren. Die Ermittlungen laufen. Besucher und Touristen aus Berlin dürfen vorerst weiterhin in Brandenburg übernachten. Laut Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher gäbe es kein sogenanntes Beherbergungsverbot. Berliner würden permanent in der Stadt pendeln. Da mache ein Beherbergungsverbot für einzelne Bezirke keinen Sinn, so Nonnemacher. Dies folge erst, wenn die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner für die gesamte Stadt überschritten würde. Aufgrund der engen Verflechtungen und den tausenden Pendlern zwischen Berlin und Brandenburg sei dennoch Vorsicht geboten. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz arbeiten rund 3.800 Vollzeitbeschäftigte unterhalb der amtlichen Niedriglohnschwelle. Ein Grund dafür sei die immer geringere Tarifbindung, schreibt die IG Bau. Nach Ansicht der Bezirksvorsitzenden Südbrandenburg, Regina Grüneberg, sollten sich Unternehmen im Kreis zur Mitbestimmung und Tarifautonomie bekennen. Nach Untersuchungen der Hans-Böckler-Stiftung würden davon auch die Firmen profitieren, so die Gewerkschaft. Die Niedriglohnschwelle liegt in Ostdeutschland für 40 Wochen Arbeitsstunden bei brutto 1.885 Euro. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte der Sparkassen am Mittwoch zu Warnstreiks auf. Betroffen sei demnach auch die Sparkassen Niederlausitz. Wie Seenluft24 auf Nachfrage erfuhr, haben mit Stand Dienstagmittag alle Geschäftsstellen der Sparkassen Niederlausitz am 7. Oktober regulär geöffnet. Das waren die Meldungen und jetzt haben wir noch für Sie das Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme.
Bis Freitag gibt es kaum Wetteränderung. Am Mittwoch zeigt sich nur wenig Sonne, im Tagesverlauf sind Niederschläge möglich und die Temperaturen erreichen 16 Grad. Der Donnerstag zeigt sich dann von seiner freundlichen Seite. Es bleibt trocken bei ebenfalls 16 Grad. Freitag kann es hin und wieder leicht nieseln und die Höchstwerte erreichen wiederum 16 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Energie. Finca Adretta, Laura, Talent, Belana und Nixe, frische Kartoffeln gibt's im Hofladen Frauendorf. Die Agrargenossenschaft Frauendorf hat sie alle, von mehlig bis festkochend, im 12,5 Kilo Sack oder im 5 Kilo Beutel. Ab November auch die Sorten Wendy und Afra. Dazu Erdbeerpflanzen in verschiedenen Sorten. Bis Mitte Oktober können die noch in die Erde. Jetzt auch wieder Weizen, dazu Heu und Stroh in kleinen Ballen. Kommen Sie vorbei im Hofladen und der Kartoffelhalle der Agrargenossenschaft in der Rolander Straße 6 in Frauendorf. Das Möbelzentrum Großräschen sagt Danke und lädt zum Personalsonderverkauf ein. Sie können ab sofort bis zum 13. Oktober zu Original-Mitarbeiterkonditionen einkaufen. Sie erhalten jetzt bis zu 30% Aktionsrabatt auf Möbelneubestellungen und bis zu 50% Rabatt auf frei geplante Küchen. Und dann zusätzlich der 3% Personalkaufrabatt extra. Möbelzentrum Großräschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Ich habe einen Traum. Ein bekanntes Lied aus einem Walt Disney-Film und ein Satz, den sicher jeder schon einmal gesagt hat. Nur Akida realisierte seinen Traum. Wie er das geschafft hat und mit welcher Unterstützung, das sehen Sie jetzt. Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Integrationsbeirat des Landkreises OSL und der IHK Cottbus. Es ist ein Beispiel für gelungene Integration. Der Salon Nur am Neumarkt in Senftenberg. Nur Akida ist 28 Jahre alt und kommt aus Syrien. Der Krieg hat ihn aus seiner Heimat flüchten lassen. Seit 5 Jahren lebt er jetzt schon in Deutschland. Die ersten 2 Monate war schwierig, weil das ist neue Sprache, neue Mensch, neue, das ist anderes. Aber danach, ich habe schon mit Freund Deutsche Kontakt und dann hat mir geholfen auch. Mit Ausbildung und Meistertitel im Gepäck fand er in Deutschland schnell eine Anstellung im Friseurhandwerk. Heute steht er in seinem eigenen Geschäft im Zentrum der Kreisstadt. Der Wunsch zur Selbstständigkeit war schnell da, der Weg öfter kompliziert. Ja, von Anfang an war es schwierig, weil nur von dem Büro, was ich muss machen, von Steuer und so, das war richtig schwierig. Aber mein Kollege hat mir erzählt alles und ich frage auch meine Freunde, was ich muss machen und so. Aber einfach, das war schwierig. Auf seinem Wege hatte Nur Akida viel Unterstützung. Auch der Landkreis um die Integrationsbeauftragte Katrin Topay boten Hilfestellungen beim Weg in die Selbstständigkeit. Über die Ladenöffnung in Senftenberg bin ich sehr stolz, denn die Integration umfasst nicht nur den Kita- oder Jugendbereich, sondern die Integration von Migranten umfasst auch die Integration in den Arbeitsmarkt. Um das erfolgreich hinzubekommen, so wie wir das hier haben, ist es natürlich auch erforderlich, dass man ein großes Netzwerk hat, ein großes Netzwerk von Unternehmen, aber auch ein Netzwerk von anderen Akteuren, die wir hier sehr gut unterstützt haben. Unterstützend zur Seite steht ihm neben der Integrationsbeauftragten des Landkreises auch die IHK Cottbus.
Wir von der IHK unterstützen grundsätzlich Unternehmen bei der Neugründung, bei der Fach- und Weiterbildung und vor allen Dingen bei der Fachkräftesicherung. Für unsere Region ist es ganz besonders wichtig, dass wir Leute finden, die den Mut haben, sich in eine Selbstständigkeit zu begeben und dass wir auch unter den Flüchtlingen jemanden gefunden haben, der diesen Schritt gehen möchte. Natürlich von uns auch Hochachtung. Wir sind da, wir unterstützen, wir wollen sie begleiten und freuen uns natürlich ganz besonders, wenn das zu einem Erfolg führt. Begeisterte Kundin ist Anna Blum, die rüstige Rentnerin, die in ihrer freien Zeit bei der Dresdner Tafel unterstützt, hat auch für den jungen Unternehmer ein paar Tipps. Ich bin in Dresden ja sehr aktiv bei der Dresdner Tafel und arbeite dort mit den ausländischen Bürgern zusammen, unterstütze sie bei der Stabilisierung ihrer Deutschkenntnisse. Und da habe ich gedacht, da werde ich hierher gehen. Vielleicht kann ich hier diesen und jenen Tipp geben. Ich bleibe natürlich Kundin, ganz bestimmt. Ebenfalls zufriedene Kundin, aber vor allem auch Unterstützerin, ist die Senftenberger Unternehmerin Anja Lindner. Sie konnte mit ihrer Euphorie auch andere Unternehmer mitreißen. Ich bin sehr zufriedene Kundin hier. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir integrieren und dass die Leute aufgeklärt werden. Wir möchten ja noch viele Jahre arbeiten und brauchen gute Facharbeiter und gute Studenten. Wir haben hier mit renoviert und sehr gern. Man kann auch mal helfen. Wir helfen vielen alten Menschen und wir helfen halt auch Menschen, die hierher kommen, nicht weil sie freiwillig gekommen sind, sondern weil sie mussten, dass sie hier auch die Möglichkeit haben auf ein gutes Leben. Gerade auf der Suche nach neuen Herausforderungen fand Susanne Stuperker den Weg in den Salon. Die Friseurin hatte mit dem Migrationshintergrund ihres Chefs keine Berührungsängste. Wir bestellen so viele Sachen im World Wide Web, von Hongkong bis Brasilien, holen unsere Kartoffeln aus Ägypten. Warum sollte ich nicht mal bei einem arabischen Friseur arbeiten? Und der ist einfach nur verdammt gut und es macht mega Spaß. Die Weichen sind also gestellt für eine positive Zukunft in Deutschland und im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Nur Akida findet dafür abschließend ganz klare Worte. Ich bin sehr dankbar für Deutschland und die Hilfe. Der Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Integrationsbeirat des Landkreises OSL und der IHK Cottbus. Wir machen Ihr Fahrzeug fit für jede Jahreszeit. Knöhage, Ihr Reifendienst informiert Sie über Aktionen und Neuigkeiten namhafter Reifenhersteller. Also warum warten? Lassen Sie sich vor Ort beraten. Knöhage Reifendienste, 94 Mal in Deutschland, einmal auch in Ihrer Nähe. Sie finden uns in Schwarzheide, direkt an der B169. Mit Lichtgeschwindigkeit durchs Netz, das kann nur Glasfaser. Die innovative Lichtwellenleitertechnologie sorgt für nie dagewesene Bandbreite, um ein Vielfaches schneller als herkömmliche Methoden mittels Kupferleitungen. Highspeed-Internet, Fernsehen in Full HD, Telefonie in höchster Sprachqualität, 4K-Streaming und das alles gleichzeitig in beliebig vielen Haushalten ohne Geschwindigkeitsverlust. Sie wollen weg von permanenten Geschwindigkeitseinbußen? Dann fragen Sie uns, Ihre LKG, die Glasfaser-Experten aus der Region. Für unsere Kulturtipps haben wir in dieser Woche etwas Besonderes für Sie. In diesem Jahr gruselt man sich nämlich nicht nur am 31.10. in Ruhland, sondern kommt hier den ganzen Oktober auf seine Schauer. Die Ruhlander sind im Halloween-Fieber und begrüßen Sie herzlich zu einem Bummel in die Innenstadt. Sehen Sie sich die schaurig-gruseligen Schaufenster an und seien Sie auch zur nächsten Veranstaltung am 17.10. dabei. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Thank you.
Und auch an diesem Samstag geht es schon nach Ruhland, und zwar ins Schützenhaus. Hier spielt Stefan Krehe als Krehe ab 20.30 Uhr live seine eigenen Songs und bekannten Lieder aus dem Six-Repertoire. Na, mal wieder nicht aufgepasst? Kein Ding, so etwas passiert. Unsere Lackiererei setzt ihre Karosserie und andere Oberflächen fachmännisch instand und lackiert den Schaden fachgerecht. Wenn Sie nicht zu uns kommen können, dann kommen wir eben zu Ihnen. Unser Hol- und Bringedienst holt Ihr Fahrzeug ab und bringt es fix und fertig wieder zu Ihnen nach Hause. Oder eben Ihr Boot. Wenn Sie jetzt noch einen Mietwagen brauchen, dann bekommen Sie natürlich auch einen. Unsere verschiedenen Abteilungen arbeiten natürlich auch miteinander. So wird zum Beispiel ein Holzboot von unserer Tischlerei repariert und anschließend von unserer Lackiererei versiegelt. Und bevor ich's vergesse, wir restaurieren auch Fahrzeuge aller Art. Vom Kraftrad bis hin zum Oldtimer. Na, der sieht doch schick aus, oder? Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bis später! Egal ob Unterhaltungselektronik oder weiße Ware, eine große Auswahl an Elektrogeräten, viele Markenprodukte zu fairen Preisen und umfassende Beratung finden Sie bei EP Fröhler und Wickfeld jetzt in Ruhland am Markt 9. Einkaufen mit Service, das macht den Unterschied. Sie suchen ein Zuhause, eine Wohnung mit eigener Gartenterrasse oder Fahrstuhl, modern und mit Dividende? Dann lassen Sie sich von uns beraten, denn wir finden Ihre individuelle Lösung. www.die-senftenberger.de. Mit leider wieder steigenden Corona-Fällen sinkt die Chance auf ersehnte Veranstaltungen. Nur noch wenige Wochen bis zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte. Aber werden diese überhaupt stattfinden? Der Bürgermeister Herr Zenker hat sich positiv aus Großregen positioniert. Er berichtet Seenluft 24 in folgendem Interview über die Karnevalsveranstaltungen, den geplanten Weihnachtsmarkt und die Aussichten für 2021. Ein herzliches Hallo aus dem Großreschener Rathaus. Wir haben heute ein großes Themenfeld, Herr Zenker, und wollen vielleicht bei den beiden großen Veranstaltungen zum Jahresende hin anfangen, die ja die meisten doch beschäftigen. Das ist erstens Karneval, zweitens Weihnachtsmarkt. Wie wird es in diesem Jahr in Großreschen mit diesen Veranstaltungen losgehen? Ja, die Frage berührt wirklich viele Großreschner und wir haben das auch in der letzten Stadtforenversammlung besprochen. Fange ich mal mit dem Karneval an. Da zitiere ich unseren Karnevalspräsidenten, der ja auch Stadtverordneter ist bei uns in Großreschen. Und es zeichnet sich ab, dass die Session in gewohntem Rahmen nicht stattfinden soll, weil man doch Sorge hat, dass die Saalveranstaltungen nicht funktionieren können. Beim 11.11., was ja auch eine große Tradition hat in Großreschen, dann mit der Schlüsselübergabe und dem großen Fest auf dem Marktplatz, da hat sich unser Karnevalsverein noch nicht endgültig festgelegt. Also da besteht noch eine gewisse Hoffnung. Aber ansonsten müssen wir wohl davon ausgehen, dass Karneval dieses Jahr nicht so groß geschrieben wird wie in den Jahren davor, leider. Beim Thema Weihnachtsmarkt haben Sie sich aber, das hat unser Gespräch ergeben, deutlich anders positioniert. Ja, den Weihnachtsmarkt, den haben wir als Stadt auch selber in der Hand.
Und da haben wir auch gesagt, den Weihnachtsmarkt wollen wir unbedingt machen, unter sicherlich Beachtung von ein paar zusätzlichen Vorschriften, Abstandsregelungen und so weiter. Und da sind wir auch als Stadtverwaltung gemeinsam mit unserer Arbeitsgruppe intensiv dabei. Wir werden den Weihnachtsmarkt voraussichtlich auf Wettigshof machen, also spiegelbildlich zum Markt, weil man da bestimmte Dinge besser organisieren kann, damit man also auch eine Art Zugangskontrolle hat, dass man ungefähr weiß, wie viele Gäste dann auf dem Markt unterwegs sind. Aber wenn da nicht irgendwas dazwischen kommt, gehen wir jetzt davon aus, dass wir diesen Weihnachtsmarkt machen, weil er einfach zur Adventszeit gehört und weil viele auch einfach das Bedürfnis haben, sich mal zu treffen und wieder auch ja, freundliche Menschen, Nachbarn, ehemalige Nachbarn zu treffen. Und wir gehen auch davon aus, dass es im Freien dann auch gut vertretbar ist. Und wir stimmen das natürlich dann auch vom Konzept her mit dem Gesundheitsamt des Landkreises im Vorfeld ab. Anderes Thema, Sie stecken in den Haushaltsvorbereitungen für das nächste Jahr. Was kann man dazu sagen? Das ist ja immer so mit die größte Hausnummer im Jahr der Kommunalpolitik. Das ist richtig, sowohl für die Verwaltung als auch für die Abgeordneten ist das eine große Herausforderung. Klar, es zeichnet sich auch bei uns ab, dass es deutlich weniger Steuereinnahmen geben wird, 2020 und sicherlich auch in den Folgejahren. Aber zum Glück haben wir auch in den letzten Jahren doch eine ganz ordentliche Rücklage ansparen können. Also unser Sparbuch gibt da also bestimmte Reserven her. Und deswegen gehen wir doch davon aus, dass wir alle wichtigen Dinge auch angehen können, sowohl was den das laufende Geschäft anbelangt, als auch was Investitionen anbelangt. Und dass wir insofern auch im nächsten und im übernächsten Jahr auch ein durchschnittliches Haushaltsvolumen realisieren können und damit auch handlungsfähig sind, was solche Fragen wie Strukturwandel und Investitionen in Gewerbegebieten, in Schulen, Kindergärten alles anbelangt. Das wird, wie gesagt, einen Griff in unsere Rücklage bedeuten. Aber wir gehen davon aus, dass wir das für circa 2 Jahre auch leisten können und hoffen dann natürlich, dass sich die Wirtschaft wieder erholt und dass auch die Steuereinnahmen wieder etwas kräftiger sprudeln. Wie ist Ihr Kontakt zu Ihren regionalen Unternehmen hier in der Stadt? Wie ist da so die Stimmung? Die ist unterschiedlich. Es gibt natürlich diesen ganzen Dienstleistungsbereich, Gastronomie, wo die Sorge besteht, ob das Winterhalbjahr schwieriger wird, wenn die Leute nicht mehr so draußen sitzen können, wie die Gäste kommen werden, ob Familienfeiern zulässig sind. Das macht uns schon Sorgen. Das ist ja ein deutschlandweites Phänomen. Die klassischen Produktionsunternehmen und Bauunternehmen, da hört man eigentlich positive Signale, auch was das Steueraufkommen anbelangt. Insofern sind wir ja auch als für die Gewerbesteuer zuständige Behörde im engen Kontakt mit den Buchhaltungen der Unternehmen. Da sind die Signale eher positiv. Und insofern sagen wir auch, wir haben keinen Grund jetzt da Pessimismus einzuläuten und sagen, und wir wollen, das ist ja auch ein wichtiges Signal an die Unternehmen, dass die kommunale Seite auch ja einen gewissen Optimismus noch tragen kann und dass wir also auch für die Folgejahre auch unseren Teil zum Wirtschaftskreislauf beitragen können. Wie sieht es denn aus mit den Investitionen? Es sind Investitionen in Gewerbegebiete geplant, Investitionen in eine neue Kita. Vielleicht kann man abschließend dazu noch was sagen. Wie ist da der Stand? Das Gewerbeindustriegebiet am Woschkower Weg ist zurzeit kommunal unser Hauptthema. Wir sind zurzeit dabei, wollen den ersten Straßenabschnitt realisieren, obwohl wir noch keinen Förderbescheid haben. Da bin ich schon dabei, immer auch zu drängen in Potsdam, dass wir da endlich den versprochenen Förderbescheid erwarten. Die Medienversorger sind dabei, zum Beispiel der Wasserverband Lausitz, und erneuern gerade das Trinkwassersystem, was mitunter dann auch Konflikte mit den Anwohnern gibt, wo ich einfach immer auch um Nachsicht bitten muss, weil wir haben dort in einigen Teilbereichen, wo ja auch Wohngebäude stehen, ein Trinkwassersystem, das zum Teil über 100 Jahre alt ist. Und insofern ist das jetzt ja auch wichtig im Vorfeld, nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Anwohner, dass also die Medien erneuert werden. Also da bewegt sich schon richtig viel. Und wir hoffen, wie gesagt, auf den Förderbescheid, dass wir dann 2021 richtig Gas geben können. Die zweite Frage mit dem Kindergarten. Wir haben ja in unserer Mittelfristplanung vor, einen neuen Kindergarten zu errichten, als Ersatz für die Kita Spatzennest im Bereich von Großrätschen Nord. Haben dort auch uns auf dem Standort verständigt, sind jetzt noch im Gespräch mit den Grundstückseigentümern, weil wir da ein paar Tauschverfahren und auch einen Ankauf brauchen. Da sind wir noch nicht so weit, wie erhofft. Da hat uns Corona doch so ein bisschen von den ganzen Geschwindigkeiten, von den Verhandlungsterminen behindert.
Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das über den Winter klären können und dann nächstes Jahr mit dem Planungswettbewerb starten können. Es ist weiter fest verankert in der Mittelfristplanung und wir gehen auch davon aus, dass dieses Projekt kommen wird. Ich danke für das Gespräch und wir drücken natürlich die Daumen. Auch herzlichen Dank. Stadtwerke Senftenberg, Ihr regionaler Energiedienstleister für Strom, Gas und Fernwärme in Senftenberg und Umgebung. Sie finden uns in der Laukstraße 13 bis 15 in Senftenberg oder unter www.stadtwerke-senftenberg.de. Stadtwerke Senftenberg, passend für Sie, Strom, Gas und Wärme. Schlosspark Center, Ihr City-Einkaufscenter im Herzen von Senftenberg. 25 Geschäfte laden zum Shoppen ein. Bummeln, einkaufen und Spaß haben bei entspannter Einkaufsatmosphäre. Neben einem vielseitigen Gastronomieangebot locken unsere Geschäfte regelmäßig mit Rabattaktionen. Und nicht vergessen, das Parken im Parkhaus ist für 3 Stunden kostenfrei. Schlosspark Center Senftenberg. Einkaufen, wo ich zu Hause bin. Der Intendant des Theaters Neue Bühne Senftenberg hatte sich für die Spielzeit in der Corona-Zeit ja viel einfallen lassen. Vom Hoftheater über das Autokino zu nun wiederkehrenden Spielzeiten im Saal. Wie es nun weitergeht und was sich das Theater für 2021 einfallen lassen hat, das hat unser lieber Kollege Herr Rösiger in seinem Interview mit dem Intendanten Manuel Soubron erfahren. Ja, liebe Zuschauer, ein Novum hier an der Neuen Bühne, eine Pressekonferenz in einer laufenden Spielzeit, denn die Spielzeit hat am 15. August begonnen, aber heute konnten wir mehr erfahren, was 2021 hier in Senftenberg an der Neuen Bühne geschehen wird. Natürlich kommen wir an dem Intendanten nicht vorbei. Herr Soubron, Sie haben heute in der Pressekonferenz einen ganz großartigen Satz gesagt, wir werden uns als Theater bewahren. Wie schwer wird es werden? Das fragen Sie mich bitte nächstes Jahr. Gut, aber es gibt ja, wie soll ich sagen, sehr viele Ansätze schon ihrerseits, dass Sie flexibel reagiert haben auf die Situation. Ich denke da an Hoftheater, ich denke an Autokino. Welchen Rückblick können Sie machen? Denn beides ist ja mittlerweile auch schon Geschichte. Naja, das war im Grunde das Hoftheater der Ersatz für die ausgefallene Amphi-Saison, die uns natürlich sehr, sehr schwer getroffen hat. Das mit dem Autotheater war ja, ja, ein spielerischer Versuch, ob das überhaupt geht. Wir haben ja eine Stadt mit nicht wirklich mehr einem Kino und wird das angenommen. Das war im besten Sinn des Wortes auch mal ein bisschen Risiko, dass man das einfach mal probiert, das Hoftheater. Das haben wir dann ganz schnell aus dem Boden gestampft, damit es einfach ein Sommerangebot gibt, und haben auch ein bisschen gehofft. Wir haben inzwischen eine mobile Bühne, die einer unserer Container ist. Alle diese Stücke, die wir im Hoftheater gemacht haben, wären auch mobil auf Reisen geschickt. Also könnte man auch auf Reisen schicken, wollte aber leider keiner haben. Wir haben es versucht anzubieten, weil wir gesagt haben, vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Stadt in unserem Spielgebiet, die auch ein Bedürfnis hat, auf dem Marktplatz mal ein bisschen was zu machen. Aber das Bedürfnis war nicht so groß, was ich ein bisschen schade finde. Jetzt ist die Jahreszeit für solche Sachen zu kalt. Also das waren die Dinge, mit denen wir versucht haben, eigentlich wieder so als Theater in das haptische Bewusstsein zu kommen. Nun also wieder haptisch, es hat die erste Premiere drin gegeben. Wir schauen, dass wir das, was wir so aus der letzten Spielzeit noch fertig gemacht haben, dass wir das jetzt peu à peu wieder umsetzen. Und dann, weil Sie fragten, wie schwer wird es? Es wird schwer werden, das glaube ich schon, weil ich denke, die Probleme werden uns begleiten, letztlich bis der Impfstoff da ist. Da soll man sich, glaube ich, nicht in die Tasche lügen. Wie reagiert der Zuschauer? Ist der so wie noch vor der Corona-Pandemie oder ist er jetzt doch etwas zögerlicher? Das kann ich nicht so richtig beurteilen, aber ich glaube, wenn ich das richtig spüre und von den auch Kollegen anderer Einrichtungen oder auch aus der Kinolandschaft, es ist problematisch. Also ich glaube, dass die Besucherinnen und Besucher eher noch zurückhaltend sind. Ich glaube aber, dass die Gründe verschieden sind. Das eine wird sicher sein, eine Zurückhaltung aufgrund von Sorge, kann ich krank werden, aber das betrifft ja uns hier nicht wirklich. Im Moment sind wir kein Hotspot. Also
Auf der anderen Seite ist Theater so eine Form von Genuss und es ist im Moment nicht so eine Zeit zum Genießen. Man hat nicht das Bedürfnis, ich gehe flanieren, ich gehe vielleicht mal nach einem schönen Hemd, nach einem schönen Kleid gucken oder nach einem Bild, was weiß ich. So, dieses Flanieren, Genießen, rumgucken. Und jetzt merken wir, glaube ich, als Theater, dass wir davon auch ein Teil sind. So ein sinnlicher Teil natürlich des gesellschaftlichen Seins. Und der ist im Moment nicht. Und denke, das wird noch schwer werden, ja. Sie beachten Hygieneregeln ganz strikt, gar keine Frage. Also es gibt Trennungen der Zuschauer im Saal, in den verschiedensten Spielstätten. Das betrifft sogar die Probensituation. Also die Schauspieler müssen 1,5 Meter Abstand halten bei den Proben. Nicht immer ganz einfach und auch räumlich nicht immer machbar. Ja, also wir mussten uns haben versucht, einen größeren Raum anzumieten, weil sie im Moment gibt es ja so eine Faustregel. Pro Darsteller brauchen sie 20 Quadratmeter Fläche. Das heißt, wenn Sie mit 10 Schauspielern operieren, brauchen Sie ja die entsprechende 200 Quadratmeter. Und da haben wir eigentlich nur zwei Spielstätten, nämlich die Bühne und das Studio, in dem wir probieren können. Aber es sind auch die beiden Orte, wo wir spielen können. Das heißt, wir haben Glück gehabt, dass wir einen Raum anmieten konnten in der Rosskaupe. Aber ja, kommen immer gleich die Überraschungen. Jetzt haben wir den seit 2 Wochen, seit 3 Wochen und der ist auch super. Heute hat uns die Nachricht ereilt, weil das ein ehemaliger Supermarkt war. Die sind nur bis 18 Grad erwärmbar, weil ein Supermarkt nicht mehr hat. Und gar nicht so konzipiert ist. Das heißt, jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie kriegen wir es im Winter warm genug, dass wir da auch noch gut proben können. Naja, und solche Art, das seit März verfolgt einen das irgendwie im gefühlten Wochenrhythmus, dass man auf solche Dinge reagieren muss und neu reagieren muss. Das ist ganz schön anstrengend, ja. Eine letzte Frage hätte ich noch, was natürlich viele Zuschauer interessiert, vor allen Dingen unsere jüngsten Zuschauer, das Weihnachtsmärchen. Naja, das, was wir machen, war immer klar, aber welches wir machen, haben wir sehr viel hin und her geschoben und haben uns dazu entschieden, dass wir es selber schreiben. Das heißt, der Regisseur Thilo Esche, der auch fest am Haus ist, wird es schreiben, weil er die Möglichkeit hat, es so zu schreiben, dass wir tatsächlich auf jede mögliche eintretende Situation reagieren können und vor allen Dingen eben auf die Möglichkeit eben, auch unter schwierigen Bedingungen es zu produzieren und zu proben. Aber wir behalten uns auch noch die Option, eine digitale Variante davon herstellen zu können, die man vielleicht interaktiv mit den Kindern, Erziehern, Lehrern gestalten kann, falls es zu sowas, zu einem nochmal Lockdown kommen sollte, dass wir wenigstens den Kindern noch die Möglichkeit einer kleinen weihnachtlichen Zuwendung geben zu können. Es wird nicht einfach, Souberon. Wir wünschen Ihnen dafür alles, alles Gute, drücken Ihnen die Daumen, dass es auch trotzdem eine Spielzeit wird, die uns in jedem Fall, aber das wird sie in jedem Fall, in Erinnerung wird sie uns in jedem Fall bleiben. Also wie auch immer, aber es soll trotzdem eine sehr gute werden. Ja, das hoffen wir auch. Vielen Dank. Damit sind wir schon am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, wir haben wieder die richtigen Themen getroffen. Ab Freitag gibt es dann die Wochenendsendung mit unserem charmanten Dennis Kettlitz. Ich wünsche Ihnen nun eine angenehme Woche. Machen Sie es gut. Bis bald, Ihre Katja von Seenluft24.